wird. Und noch was, Herr Wirsch. Sie können sich Ihre gesammelten Exemplare hier abholen und ich habe endgültig die Faxen dick von Ihnen. Ja, Böse, Sie können das bitte nicht machen. Bitte drücken Sie nochmal ein Auge zu. Ich bin halt ein bisschen unselbstständig. Meine Resozialisierungshelferin, die hat auch schon gesagt, die will nicht mehr mit mir arbeiten. Ich muss da morgen irgendwie, habe ich auch einen Termin um 16.30 Uhr. Was zu denken geben, Sie sind doch, glaube ich, vollkommen durcheinander. Dann lassen Sie sich doch auch mal helfen. Ach, Herr Böse, ja, das ist ja meine Absicht. Ich bin ja froh, dass Sie mich anrufen. Ich habe Zeit verschwitzt. Ich bin nicht Ihr Sozialarbeiter und ich bin nicht derjenige, der Ihnen alles hinterher trägt. Sie haben seit ewigen Zeiten Termine und wenn Sie mir hier in den Ohren hängen, Sie hätten Hunger und kein Geld und etc., dann werden Sie wohl in der Lage sein, einen Termin hier bei mir einzuhalten. Herr Böse, ist das okay, wenn ich morgen, können Sie mich morgen früh irgendwo dazwischen schieben? Ich muss eh zur Bank, morgen früh gibt irgendwie, Kollege kriegt Geld, der wollte mir ein bisschen was leihen. Deswegen, vielleicht schaffen wir das ja irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ich sag mal, Sie sehen ja selber, das ist aussichtslos. Ja, glaube ich, dass das aussichtslos ist. Herr Wirsch, ich gebe Ihnen noch einmal die Möglichkeit, morgen bei mir im Büro vorzusprechen. Sie kommen bitte um 8 Uhr. Ja? Und warten so lange draußen, bis ich Sie reinbitte. Okay. Haben wir uns das verstanden? Ja, 8 Uhr, Punkt 8 Uhr, ich bin da, pünktlich. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja. Guten Tag, auf Wiederhören, Herr Wirsch. Danke, Herr Böse, danke.